ihr Lieben. Schöne Weihnachten, fröhliche Weihnachten. Bastl, bist du da? Ja. Sag auch mal was, Mensch. Du bist ja so schweigsam. Das kenne ich ja gar nicht Na, von dir. ich wollte dich ausreden lassen erst. Jetzt sprichst du nicht mehr. Jetzt bin ich fertig, jetzt redest du doch nicht. Meine Herren. Na, ich dachte, du wolltest was sagen. Ja, nee, es ist der vierte Advent, also sprich Weihnachten. Ich wünsche euch und euren Lieben schöne, besinnliche, stress- und streitfreie Weihnachten, schöne Feiertage und schöne Tage zwischen den Jahren und dann natürlich das andere, was wir dann erst am Ende von unserer Sendung wünschen. So, Bastel, du darfst. Guck, ich bin zu Sag schnell. mal, regnet jetzt bei dir auch? Nein, ich habe schönstes Scheißwetter. Schönstes Wetter. Nein, bei Das mir ist regnet es gut. definitiv nicht. Also bei mir regnet es mit Gewitter gerade. Regnet es mit Gewitter? Oh. Ja, Und das ist Nebel. schick. So. Ich fahr jetzt Marian angepasst mit 75 anstatt 80. Na Warum gut, macht er dass du denn das das? sagst. Hä? Ich hab doch. Ja, jetzt mal auf das Thema zurückzukommen, letztens, wie gesagt, bei uns sind halt so Spezialitäten, die sind eigentlich relativ berühmt. Da zählt zum Beispiel, wie gesagt, die Knusperflocken von Zetti gehören dazu, die Bambina, es ist auch eine Schokolade, ist das Schürker Feuerstein, das ist ein Kräuterschnaps, ist das. Dann, bei uns hier in der Ecke von Beinstedt, da gibt es noch eine Firma, die heißt Käunicke. Die stellen auch sehr viele Konserven und Gläserware her. Also Einmachgläserware her. Die sind auch relativ berühmt, die Firma. Was jetzt so an Traditionen angeht, wie gesagt. Was jetzt bei uns so ein bisschen gefeiert wird, im extremeren Maß, sage ich mal, das ist im Frühjahr die Walpurgisnacht. Nee, bei uns hier im Tale oben. Da haben wir ja extra den Hexentanzplatz, oder so nennt sich das. Ich sag mal, das kleine Gebirge. Und da wird dann jedes Jahr halt Walpurgisnacht gefeiert. Okay. Interessant. Ja, Walpurgisnacht kenne ich ja auch. Stimmt. Das ist so. Haben wir auch bei meiner Familie, bei meiner deutschen Familie im Saarland gibt es das auch. Walpurgisnacht. Bist du eigentlich noch hinter mir, Bastl? Ja, ich bin hinter dir. Okay. War Falls ihr euch jetzt fragt, wo der liebe zwischen. Ron abgeblieben ist, er ist ausgestiegen. Der hat gesagt, mir passt mein Fahrstil nicht. Da habe ich gesagt, dann geh. Okay. Jetzt ist er ausgestiegen mitten auf der Piste. Bisschen wahnsinnig, aber was hat mich noch zusammengeschissen? Das kann ich nicht machen. Ich kann ihn hier nicht ich einfach auf der Straße stehen lassen. Aber er wollte nicht wieder einsteigen. Also kann ich ihn Pech nicht gehabt, dazu ne? zwingen. Aber bei mir ist er zugeschweißt, die Beifahrerseite, da kommt er nicht Naja. rum. Ja, dann weiß ich, der wird dann schon irgendwann mal anrufen. Ob wir nicht wiederholen kommen könnten. Wir wird angekrochen. Hat er zwar nicht nötig, aber ja. Ach, jetzt fängt es bei mir auch an zu regnen. Na, toll. Ja, jetzt hört es bei mir wieder auf. Oh, nicht schlecht. Ja, was gibt's sonst? Wie geht's dir eigentlich, Henning? Ja, also dass es bei mir gerade angefangen hat zu regnen, wo ich nicht weiß, warum ich nicht den blöden Scheibenwischer nicht zum Laufen krieg. P. Pischer? Wischer? Nee, ich weiß doch, ich fahr doch mit. So, du fährst mit Lenkrad. Ja, stimmt, da war was. Eigentlich müsste doch. Hä? Ah, hab's herausgefunden. Mann, das ist dieses Lenkrad hat. Mann, hat das Ding viele Knöpfkiste. Ja, ich stehe jetzt, warte. Ah, das bist du da hinten. Ich wollte gerade fragen, bist du das?
ich habe gerade, ich hatte gerade, ja, ich hatte gerade Angst. Gib's zu, ich hatte gerade Angst. Ah, das, nee, das. Ey, Schisserchen, gib Gas. Nein. Ach Gott, jetzt tritt doch nicht auf die Bremse, du Spacko. Meine Herren, du. Hast. Jetzt hat's wieder aufgehört zu reden, ich glaube, es hackt. Das Wetter macht mich doch. Es hat dich lieb, das Wetter, bemerke ich. Nee, also echt, ey. André Spacko da vorne fährt wie ein. Ich fahre jetzt heraus, ich habe die Schnauze voll. Ich hab ja letztens zu lesen bekommen, ich fahre mit meinem Fahrstil, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, lieber Peter, hast du recht, er ist gewöhnungsbedürftig. Ich gewöhne mich immer noch an dieses schicker Wahnsinn Lenkrad. Ich habe meine liebe Mühe damit, das merkt man wahrscheinlich auch. Wer so ein bisschen aufs Lenkrad guckt, der sieht, dass ich da immer wieder ein bisschen am Korrigieren bin. Das ist aber nicht absichtlich, das ist irgendwie die Synchronisierung zwischen Spiel und meiner Tastatur, die kommunizieren nicht miteinander. Liegt Magen vielleicht mögen daran, dass. nicht. Hä? Die mögen nicht, oder was? Ja, liegt vielleicht daran, dass der eine aus Korea kommt und der andere aus der Schweiz. Weil mein Computer kommt mehrheitlich aus, glaube ich, Korea. Also die Bauteile. Und halt Logitech kommt halt aus der Schweiz. Und die kommunizieren nicht miteinander. Kommunikationsproblem. Nennt sich das. Durchaus möglich. Ah, ich muss das mal gucken. Ich habe jetzt ein bisschen über die Weihnachtsfeiertage, habe ich ja ein bisschen Zeit. Muss ich ja. Autsch, kann ich da mal gucken, was da Sache ist. Ja, würde ich sagen, ne? Wobei ich habe zwar auch ein Lenkrad, aber ich nutze das nicht. Das nimmt man mittlerweile so mittlerweile. Okay. Mir war es dann immer, ich sag mal, ein bisschen blöd, jedes Mal das Lenkrad an- und abbauen. Ja gut, das geht bei mir relativ schnell mittlerweile. Ich habe es jetzt im Griff. Ich weiß, wie es gehen muss. Ich habe halt nicht so einen Schreibtisch wie der liebe Ron. Also eigentlich nur einen Spieltisch. Ich habe halt. Ich brauche den Schreibtisch immer auch noch zum Arbeiten. Da kommt das Lenkrad halt immer ein bisschen in die Quere. Aber ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich habe ja einen umgebauten alten Nähschrank. Ja, hast mal gesagt, genau, Den stimmt. habe ich mir umgebaut zum Schreibtisch. Nicht schlecht. Ja. Sonst wäre er eh nur weggeschmissen worden, oder? Sehr scheiße. Ja, klar, sonst wäre er eh nur weggeschmissen worden. Richtig. Und da man ja bei diesen Nähschränken ja ausklappen kann oder kann, ne? Für die Arbeitsfläche war das eigentlich sehr passend. Ich habe mir dazu halt nur noch einen Stützfuß zurecht gebaut. Einen schönen, dass das auch dann halt stabil ist, der Tisch. Ja. Und ja, eine Platte drauf, weil auf der anderen Seite, oder, ja, auf der anderen Seite von dem Tisch ist ja ein Loch quasi drinne, da wo ja normalerweise die Nähmaschine rauskommt. Ne? Da ist ja normalerweise jetzt ein Loch drinne, da die ja raus ist. Und wie gesagt, einfach nur noch eine schöne Platte oben drauf. Und ja. Im schwarzen Marmor-Effekt habe ich dann noch draufgeklebt. Es gibt ja diese Klebefolie, die ja an und für sich ja nicht schlecht ist. Finde ich ja gut. Und die habe ich dann auf die Platte draufgeklebt. Und ja, sieht schick aus halt. Und er hat halt nochmal eine neue Verwendung bekommen, Ja. der Schrank. Ja, sonst wäre es eigentlich geflogen. Oh, wir sind auf der Reise nach Lüttich. Ja, sonst wären wir wieder weggeflogen, richtig. Richtig. Ich war halt nochmal eine neue Verwendung bekommen. Weil, ich sag mal, die sind ja relativ stabil, so eine Schreibmaschinen, ja schon, Nähmaschinentische. Ja, die sind ja für die Ewigkeit gemacht worden eigentlich. Richtig. Deswegen, das ist eigentlich viel zu schade. Weil so war er ja noch, oder ist er ja to top in Ordnung gewesen. Der Schrank. Noch 932 Kilometer, oh mein Gott.
Ja, ist knapp 900, richtig. Ich muss ja noch, ich müsste eigentlich geradeaus weiterfahren, dann nach Swansea. Genau. Ich muss nach Plymouth, gell? Yep, nach Plymouth. Oh, da haben wir noch Mein ein Gott. bisschen was vor uns. Mein Gott, hier sind ein Unfall nach dem anderen da. Die können nicht Auto fahren. Scheint fast so, ja. Weil Autofahrer gerade. Letztens hat meine Frau mir erzählt, dass die Basler wohl ganz schlimm Auto fahren. Ja, gut, das sind nicht nur die Basler. Was hat sie erzählt? Also wenn man da über die Straße gehen will in Basel, muss man schon drei, viermal gucken, bevor man drüber geht. Naja. Besser ist das, sagt sie. Selbst wenn eine Ampel dort ist. Ja. Aber ich meine, wenn ich auch, ich telefoniere ja täglich mit meiner Frau über FaceTime und die hat ja ihre Wohnung in der Nähe von einer Autobahnauffahrt in Basel. Frage ich mich aber jetzt nicht, wo genau. Und also wenn man da dann im Hintergrund manchmal hört, da geht ja nur ein Gehupe dann. Also, da habe ich auch schon gesagt zu meiner Frau. Also, die Schweizer wissen, wozu die Hupe da ist. Leider Gottes sind es eben nicht die Schweizer, das sind meistens die Franzosen und die Deutschen, die da hupen wie die Wahnsinnigen. Das ist der Wahnsinn, wie die da hupen, ey. Ja, das ist. Krass. Ja, weißt du, für die Franzosen ist die Hupe ein Kommunikationssystem. Und Ja. keine Warneinrichtung am Auto, die kommunizieren so. So ungefähr hört sich das auch wirklich jeden Tag an bei ihr. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Das ist Wahnsinn. Also gut, vor allem rund um Basel, da diese Übergänge da, also da ist es ganz schlimm. Also Basel hat ein größeres Verkehrsproblem, halt eben wegen den dort vorbeifahrenden oder vorbeiführenden Autobahnen. Ja, das ist nicht so einfach da. Vorstellen. Ist ja nun mal ja auch Kernstadt, ne? Also da geht ja auch vieles rüber. Tazi, fahr! Kommt da angeschossen wie so ein Wahnsinnig mit seinem Schoko, mit seinem Schoko Passat da. Fährt dann aber trotzdem nicht schneller. Naja. Guck mal, was kommende Jahr so bringt. Oh ja. Es ist ja dann 2021 vorbei demnächst. Was mich auch schon wieder zum nächsten Thema bringt, weil wir sind kurz vor Ende vor unserer Sendung. Ich fahre jetzt dann gleich hier mal kurz raus irgendwo. Geh mal auf die Bremse. Ah, ich bleib gleich hier auf der Brücke stehen. Autsch, Au, tschatschatschatschatschatsch. au, 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 au. Wieso ist jetzt der. Oh Mann. Ja, okay, gut, jetzt stehe ich. Entschuldigung für den Unfall. Sorry für die Schäden, die es gegeben hat. Machen wir den Motor aus. Ihr wisst, das ist die letzte Sendung des Jahres. Von unserer Seite, es ist dann demnächst Weihnachten. Es ist also was heißt demnächst Weihnachten? Es ist Weihnachten, demnächst ist zwischen den Jahren. Wir gehen ins neue Jahr rein, 2022. Ich an meiner Stelle möchte euch danken für die Unterstützung, die ihr uns gegeben habt in den letzten paar Wochen, Monaten. Die Unterstützung, die ihr dem lieben Ron zukommen lasst und die ihr auch immer wieder mal in den Streams zeigt. Ich finde das sehr nett, dass ihr uns so unterstützt oder dass ihr den lieben Ron so unterstützt, dass ihr unsere Arbeit wertschätzt, weil es macht Spaß, diese Arbeit zu machen, wenn man sieht, dass es wertgeschätzt wird. Ich danke euch für eure Kommentare und ich für meine Person, der Bastel darf noch auch noch. Wünsche euch eine, wie gesagt, schöne, besinnliche, stressfreie, streitfreie Weihnachtszeit und einen ganz guten Rutsch ins neue Jahr. Möge das Jahr 2022 mit guter Gesundheit, immer genügend Essen und immer genügend Essen auf dem Tisch und genügend Geld auf dem Bankkonto
vonstatten gehen, dass niemand auf der Strecke bleiben muss, dass ihr eure Träume erfüllen könnt, die ihr habt. Und wie gesagt, gute Gesundheit und dass alle Dinge, die ihr euch vorgenommen haben oder habt, dass ihr die hinbekommt. Bastel? Den kann ich mich nur anschließen. Du hast das jetzt so schön gesagt. Da habe ich sogar Pipi gerade in die Augen bekommen. Ja. Danke, das gebe ich gerne so zurück an dir. Danke dir. Also, ich wünsche euch eine schöne und stressfreie Zeit. Und wir verbleiben mit besten Grüßen, besten weihnachtlichen Grüßen und Neujahrsgrüßen, der liebe Bastel. Und der liebe Henning. Tschüss. Ade.